So, Freunde, wow! Und damit müssten wir live sein. Willkommen in einem neuen Livestream mit mir, den alten Water Cave Crafter, hier auf UW Unlimited World. Heute ist der 13. Dezember 2022 und wir befinden uns gerade, wie ihr unschwer erkennen könnt, in der Adventskalenderwelt. Wow, Freunde! So, ist schon wieder gute Laune heute, ne? So, pass auf, dann gucken wir erstmal, ob hier alles läuft. Ich sehe ein Bild, ich sehe eine Facecam. Huch, wer ist denn der hässliche Vogel da? Ach, das ist der Water Cave Crafter. So, gucken wir mal, ob Ton auch da ist. Ja, Ton ist auch da, ist schön, Chat ist da, Bild ist da. Mann, ist das wieder eine Qualität hier heute, die ich hier habe. Ich feiere das ja schon wieder. So, Mikrofon ist auch an, ja, wunderbar. So, Freunde, wo sind wir denn hier? Wir sind im Türchen oder im Türchen. Am Türchen Nummer 13. Na, was geht? Was wollen wir machen? Würde ich sagen, holen wir uns das mal, oder? Wenn wir schon mal hier sind, hier. Huch! Doch. Den kenne ich. Der läuft mir öfters mal so über den Weg. So. Der ist ja so. Ne? Der Crafter-Robo. So, dann werden wir mal gucken, was Türchen Nummer 13 heute für uns bereithält. Ich bin mega gespannt. Trommelwirbel. Achtung, ich drück mal rauf. What? Eine Schaufel? Eine Schneeschaufel mit Glück 3. Ja, ist Gold, ne? Genau. Ja, gestern habt ihr ja gesehen, gab es dieses, diese, nee, Wichtelsucher gab es da. Das ist ja dieses Fernrohr. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das ist mal so, ja, das ist bis jetzt das Beste, was bis jetzt gekommen ist, finde ich. Guck mal, ranzoomen und so. Guck mal, das ist eine Hütte da hinten. Ist das die 3? Ich glaube, das ist die 3, ne? Voll der Schneesturm hier. Ja, ist cool auf jeden Fall. Kannst jetzt hier schön so zoomen. Ist sogar besser als Optifine, finde ich. So. Huch. Jetzt habe ich aus Versehen die Schaufel woanders hingepackt. Egal. So, wir gehen jetzt erstmal runter. Wieder, wir suchen jetzt nicht die 14. Ich habe meinen Plan jetzt auch nicht hier. Der ist jetzt drüben in der Bude. Deswegen, aber ich glaube, die 14, die war. Wo sind wir denn? Hier ist hier der Tannenbaum. Ich glaube, hier ist der Tannenbaum, oder? Wo ist der Tannenbaum? Ich stehe direkt davor, Leute. Ja, ich stehe direkt davor. Ist auch wieder geil. So, genau, ich glaube, die 14, die war aber auch nicht weit weg. Ich glaube, die war da hinten am See, oder? Da ist die 18. Aber ist ja auch egal. Ist ja Mumpitz. Ne? Ist ja Mumpitz, Leute. Wir gehen jetzt nämlich erstmal Richtung Spawn. So. Und genau, und gehen jetzt erstmal wieder in die Hauptwelt rein. Die, ja, 14 ist eh morgen, also von daher ist es erstmal kein Problem. So, jetzt gucken wir mal hier in die Truhe rein, ob da vielleicht was Brauchbares drin ist. Oh, Weihnachtskiste, cool. Nee, ist aber nichts Brauchbares drin. Und aus dem Grund, okay, der ist auch neu. Den kannte ich noch nicht. So, da unten ist auch ein bisschen Action los. Wer steht hier so fröhliches rum? Ich wollte ja noch einmal Eisangeln machen mit euch zusammen, aber ich glaube, das machen wir ein andermal. So, drei Kerzen sind an, so wie es soll. Schön. Und ansonsten haben wir jetzt erstmal hier nichts weiter zu tun, sodass wir uns erstmal auf unsere Zone begeben können. So, Home, da ist nämlich ein bisschen was passiert, weil wir waren ja jetzt die ganze Zeit in der Adventskalenderwelt, nicht wahr? Und da ist jetzt so ein bisschen was passiert und das möchte ich gerne heute mit euch machen. So, ihr merkt schon, ich bin ein bisschen aufgeregt. Was daran liegt, oh Gott, wir haben ja hier so viel zu tun. Naja, der Reihe nach. So, erstmal das hier hin. Jetzt mache ich erstmal kurz das Verstauen, dass uns da das nicht so rumliegt. So, jetzt machen wir da hin. Okay, also, dann schauen wir mal an. 13. Hier ist es 9, 10, 11, 12. Und 13, ne? Weil hier ist ja dann die Adventskerzen, deswegen habe ich das so freigelassen. So, somit sind wir erstmal hier wieder auf dem aktuellen Stand. So, was hatten wir denn da noch gehabt? Da habe ich gesehen, da ist nämlich die dritte Adventskerze, das ist richtig. Das heißt, wir brauchen jetzt erstmal einen Sockel. Da nehmen wir uns einen Quarzsockel mit. Haben wir noch einen? Quarzsäule, ja, wunderbar. Ich weiß jetzt gar nicht, ob da oben schon eine Säule ist, aber ist ja auch egal. Wir positionieren da jetzt einfach eine hin. Und dann wissen wir, dass unsere Kerze da oben schon mal positioniert ist.
Hätte die jetzt eine Farbe, die mir vielleicht nicht so zusagt, dann hätte ich die wahrscheinlich sogar auch noch komplett so mit. Wieso ist denn hier die Tür offen? Mensch, Nanook! Nanook ist immer noch da oben. Warum ist denn Nanook da oben? Der hängt die ganze Zeit da oben irgendwie ab. Ich weiß auch nicht warum. Nee, ich weiß auch nicht, was da los ist mit dem. Ich glaube, der will irgendwie so baden. Die ganze Zeit will der nur im Wasser sein und baden. So, jetzt gehen wir mal nach oben hier. Dann können wir das positionieren. Nee, hätten die Kerzen eine andere Farbe, die mir vielleicht nicht so zusagt, dann hätte ich die wahrscheinlich komplett mit dem Kalender auch noch verkauft. Ach, guck mal, hier wären sogar Blöcke gewesen. Okay. Beleuchtung ist auch da. Zack, und da ist die dritte Adventskerze. So, eine fehlt noch, die ist dann am Sonntag. Und die werden wir uns dann natürlich auch noch holen. Und ich glaube, hier so in die Ecke vielleicht, können wir dann auch noch mal so einen Kopf positionieren. Vielleicht holen wir uns noch einen. Cool, gefällt mir. Wo geht's jetzt wieder runter? Hier. So, dann gehen wir mal ein bisschen gucken. Da ist nämlich ein bisschen was passiert mit dem lieben Drachen. Der hat uns ja noch eine Kiste geschuldet mit dieser Amethyst-Geschichte. So, und der hat jetzt nämlich richtig Glück gehabt. Da muss ich jetzt aber gleich auch noch mal nachgucken, ob das jetzt wirklich ein ganzes Fass ist. Dann ist das wirklich Wahnsinn. Also er hat mir noch einiges geschuldet, weil das war ja diese Geschichte gewesen mit den ganzen verzauberten Büchern da, hier, was er da alles haben wollte, da mit Effizienz 5 und Bann und was war das alles? Plünderung und Glück und 3 und hast du nicht gesehen. Also da hat der ganze Fass da sogar noch mit verzauberten Büchern bekommen und dann hatten wir ja eh noch was offen gehabt wegen Steinchen. Und da habe ich gesagt, komm, wir machen das nicht in Dias, wir machen das mit Blöcken, weil er hatte nicht Glück gehabt, der war ja wirklich Farmen gewesen. Und da hat der tatsächlich, der hat jetzt hier eine ganze Kiste mit Amethystblöcke. Das ist momentan ein Block aber, und da schneide ich mir jetzt ins eigene Fleisch, der unglaublich gestiegen ist im Preis. Der ist richtig wertvoll geworden. Früher ist ein ganzes Fass, ich glaube, ach, das war noch nicht mal für 10 Dias, habe ich gesehen im Forum weggegangen. Also das war, lief gar nicht. Und jetzt auf einmal ist es ein bisschen teurer geworden. Und das finde ich natürlich erstmal eine richtig coole Sache. Und das bedeutet, wir müssen damit sparsam umgehen, weil wir wollen ja die auf der Rückseite, wollen wir ja hier quasi, guck mal, das passt nämlich ganz gut, dass wir so diesen Block damit positionieren, dass einfach so ein bisschen mehr Deko noch da ist, so ein bisschen mehr, ja, was Schönes so auf der Rückseite, ne? So also ein bisschen, vielleicht machen wir auf der Vorderseite auch noch ein bisschen. Nicht jetzt, aber soll ja dann so kommen, ne? So, ich guck mal kurz auf den Chat, nee, ist alles in Ordnung. Das ist dann nur der Bot, der sich da meldet. So, dann werde ich das nämlich jetzt erstmal hier drin lagern. Finde ich auf jeden Fall schon mal mega cool. Und sag erstmal recht herzlichen Dank. Oh ja, und natürlich kriegt der Drachen dann auch noch ein bisschen was, ist ja logisch. So, den stellen wir dann nämlich erstmal da was hin, weil den wollen wir ja nicht abziehen, ne? Den wollen wir dann schon richtig ordnungsgemäß entlohnen. So, und jetzt gucken wir mal, ob wir so ein Buch finden. Also ich werde hier nochmal Bann geben. Vielleicht wieder auch nochmal so. Was ist denn hier Behutsamkeit? Das ist bestimmt für den Drachen auch interessant. Da ist auch sogar Schutz drauf. Das geben wir ihm. So, dann kriegt er von mir noch. Hier oben sind noch Dias. Komm, dann geben wir ihm mal 1, 2, 3, 4, 5, 7. Dann machen wir auch nochmal 7. So, dann hat er 7, 14. Ja, das kommt ungefähr so hin. Das passt auf jeden Fall. Hi, und dann nehmen wir ihm noch ein paar Kekse mit. So. So, dann. Achso, ich brauche noch ein Fass. Ich brauche noch ein Fass, Freunde, oder eine Truhe oder irgendwie sowas hier. Da kriegt er das da auch noch, weil wir müssen es ja irgendwo dahin positionieren. Der hat zwar eine Truhe, aber ich stelle den da trotzdem eine hin, dann freut er sich, dann hat er eine. So, genau. Haben wir noch irgendwie was hier, was er gebrauchen könnte? Weiß ich nicht. So. Truhe, kriegt er eine Truhe. So, Freunde, genau, weil muss ja nicht sein, dass wir ihn da über den Tisch ziehen, wenn das nun mal so ist, dass dieser Block jetzt, genauso wie Kalzit, Kalzit ist auch im Preis gestiegen, das ist ganz komisch. Gemüse hat jetzt gar nichts mehr wert, das ist im Prinzip, das wird verschenkt und jetzt hat auf einmal, ja, Amethyst und Kalzit wert. Ist da gerade der Pinecraft online? Das ist doch der Pinecraft, oder? Komm, wollen wir ihn mal begrüßen? Moin. Begrüße ihn mal. Ich hoffe, das ist Pinecraft, da müsste er sein. Das macht gar nicht mehr Geräusche hier, komischerweise. Ah, da ist er. So, dann wollen wir mal den Drachen hier mal so ein bisschen was hinstellen. Wollen wir den pranken? Wollen wir mal so einen Prank machen beim Drachen?
Genau, wir tackern hier mal so an. Was ist denn da drin? Oh, da hat er Rotten Flesh. Nö, wir stellen ihn das hier hin. Ich glaube, ich habe eine Nachricht gekriegt. So, oh Gott, jetzt habe ich mich auch noch verschrieben. Wie peinlich. Stream schreibt man eigentlich groß, aber egal. So, dann kriegt er einmal Bann, dann kriegt er einmal Schutz 3 und Behutsamkeit. Da wird er sich freuen bei Behutsamkeit. Und dann würde ich sagen, ballern wir ihn mal hier so fröhlich noch so ein paar so Dias da noch so mit rein. Oh, hier. Das sieht gut aus. Machen wir einmal dahin und einmal dahin. Vielleicht noch einmal hierhin und einmal dahin. Und dann kriegt er da einen Keks, hier einen Keks. Dann kriegt er da einen Keks und da einen Keks. So, und hier oben kriegt er eine Fackel. So, und dann kriegt er hier noch eine Kartoffel und hier auch noch eine Kartoffel. Und schon haben wir eine bunte Kiste. Wow, Freunde, wow. Ja, finde ich ja schon wieder geil. So, da wird er sich freuen auf jeden Fall. Ich brauche aber nur ein Schild. Ich habe kein Schild. Ich muss noch kurz ein Schild aufbauen, ansonsten weiß der gute Mann ja gar nicht, was los ist. Was hat denn der Pinecraft geschrieben? Mach gleich mein Türchen auf, cool. So. Dann hole ich mir mal kurz ein Schild. Und dann kann ich da. Wie ist denn die Kiste leer? Keine Ahnung. So, dann machen wir mal kurz ein Schild. So, das hier. So, eins reicht. Zack. Den Rest, den können wir hier reinstellen wieder. So, drei Schilder müssten reichen. Genau, dann weiß er nämlich auch, was los ist. Wie nennen wir das Ganze? Das nennen wir dann wahrscheinlich so Inflationsstopp. Das könnte man in. Oder warte mal, Preisangleich, so nenne ich das mal. Machen wir mal hier. Für dich. Hi Drachen. Hi Drachen. Das ist für dich. Wegen aktuellen Preisangleich. Wegen aktuellem Preisangleich. Ist im Wert gestiegen. Sind Wert. Ne, es passt nicht mehr hingestiegen. Ne? Wert gestiegen. So. Somit sind wir quitt. Alles erledigt dann. Alles erledigt. Erledigt. Was ist mit meiner Tastatur los? Erledigt. Dann. Och. Alles erledigt. Gruß. WCC. Ah. Da. So. Sind im Wert gestiegen. Alles erledigt. Und Gruß Dingsbums. So, da oben setze ich noch eine Fackel drauf. Geht es? Ach, das geht gar nicht. Okay. Dann setze ich dahinter eine Fackel. Oder hier eine Fackel und da eine Fackel. Ja, sieht doch gut aus, Freunde. Sieht doch gut aus. So. Jetzt haben wir hier so ein Schild übrig. Ja, das Schild weiß ich nicht. Dann stelle ich Ihnen mal hier ein Schild hin. So, oh Gott. Oh. Freunde, ich bin schon wieder heute verwirrt. So. Hui. Gut, dann haben wir diesen Deal auch abgeschlossen und wir machen dann einfach mal weiter mit unserem Bodenfreunde. Wir sind ja zuletzt stehen geblieben in unserer Pyramide und da würde ich natürlich ganz gerne dann jetzt auch weitermachen mit den Wänden, mit dem Boden. Und ich habe ja gesagt, so ich würde ganz gerne heute ein bisschen was abfarmen, nicht die Decke, weil es für mich sinnvoller ist, erstmal die Decke abzufarmen, bevor wir dann die Wände verschönern. Ich habe mir das nochmal überlegt, ob das wirklich clever ist, wenn wir das so machen, vom Arbeitsaufwand her.
Und bin dann tatsächlich zum Ergebnis gekommen, dass es dann doch schon besser ist, weil ansonsten müssten wir es wieder hochstecken und so. Und so haben wir gleich alles auf einer Höhe, wie wir es haben wollen. Und dann passt das auch. So, dazu brauchen wir natürlich eine Spitzhacke. Ich nehme jetzt mal die mit Behutsamkeit mit. Die Schaufel können wir vielleicht auch nochmal mitnehmen. Die könnte und Holz finden wir dann nicht. Und ja, den Rest an Material finden wir ja da. Ne? Also mehr brauchen wir jetzt nicht. Essen habe ich bei. Und dann können wir jetzt ganz, ganz gemütlich da schön die Decke wegrumpeln. Ne? So, ja, ansonsten, wir haben natürlich auch Themen. Was ist denn das Rote da? Warum ist denn hier ein roter Block? Das weiß ich jetzt nicht. Wollte ich da den Beacon positionieren oder was war da los? Wieso ist da ein roter Block? Den habe ich jetzt erst gesehen. So. Ja, ich bin heute übrigens ein bisschen später dran. Das seht ihr schon. Wir werden auch nicht so lange streamen, weil das Problem ist, ich hatte heute schon eine Sendung aufgenommen für Sima Radio, die Christmas, ja, die Dark Christmas Sendung. Und ja, das war natürlich klar, das wollte ich unbedingt machen. Ne? Deswegen, das war so mein Anliegen. So, wir rumpeln jetzt erstmal das hier ab. Und deswegen habe ich jetzt diese Sendung aufgenommen und habe gesagt, komm, da verzichte ich eher so ein bisschen auf den Stream heute, sodass wir pünktlich anfangen. Ansonsten hätte ich schon um 9 Uhr anfangen können. Also eine absolute Frühschicht. Nur das habe ich mir halt erspart. Ne? Ich denke, ihr versteht das so ein bisschen. Wieso, weshalb und so. Ja, nicht, dass ihr euch da wundert, weil ich habe ja gesagt, dass ich so früh streame. Nur die Sendung fürs Radio war jetzt einfach wichtiger gewesen. Weil jetzt bin ich in diesem Jahr fertig, habe mich auch verabschiedet. Ne, hab dann auch gesagt, so hier, das ist die letzte Sendung jetzt in diesem Jahr und tatsächlich auch der letzte, so vom Thema her, Gruftklang, weil 2023 kommt ein neues Konzept, ne? Das habe ich auch schon so ein bisschen angesprochen und da geht das wirklich so mehr so scheiße, jetzt ist die weg. Jetzt ist es weg. Ist egal. Holen wir, machen wir später. Wir werden jetzt erstmal hier wegnehmen. Wo müssen wir denn hin? Wir müssen bis zu dem Schwarzen nach oben. Oh, das sind ja dann doch drei. Okay. Ist ja dann doch ein bisschen mehr. Genau. Und ja, genau, dann geht es dann so ein bisschen mehr so in diese Metal-Richtung rein. Also aus Gruftklang wird Metal-Klang. Also da freuen sich schon einige, weil also Sima Radio ist ja eigentlich auch eher so ein Rock- und Metal-Sender. Und dann ist es natürlich vom Konzept her passender, ne? Als wenn ich da immer meine Dark Wave, Dark Tech, Elektro-Sachen spiele. Ein bisschen traurig bin ich darüber, weil das hat ja alles mal damit angefangen, ne? So letztes Jahr. Und jetzt bin ich ja da wirklich schon fast im Team richtig mit ja, drin integriert, so halt. Ne? Und das ist schon cool. Also freue ich mich. Also so Radio machen macht auch irgendwie Spaß. Ne? Also auch eine schöne Sache. Ach so, jetzt ist hier die. Moment, das kriegen wir hin, das Problem. Ja, und deswegen habe ich jetzt so 2 Stunden gemacht. Wird voraussichtlich. Ach, ich kann ja gleich mal ein bisschen anteasen. Warte mal, wann wird das kommen? Das wird wahrscheinlich am 21. wird es kommen. Ist ein Mittwoch. 21. wahrscheinlich 21 Uhr im Sima Radio. Dann gibt es dann sozusagen Dark Christmas mit mir. So knapp 2 Stunden geht der ganze Spaß, jede Menge Bier wieder am Start. Ne? Und ja, ich denke mal von der Auswahl her, es wird Gothic geben, Dark Wave, Cold Wave, Minimal Wave, ein bisschen so Death Rock, ein bisschen ja, DSBM, Black Metal, uff, klar, ein bisschen Tech ist auch wieder mit bei. Also so einmal so quer über den Friedhof rüber, wie wir so schön sagen. Ja, The Dead Can Dance, so nach dem Motto. Unterm Christbaum. So, also jetzt habt ihr die Begründung, warum, weshalb ich heute hier ein bisschen später angefangen habe. Ansonsten, die letzten 2 Tage ist ja jetzt nicht so viel passiert. Ich bin erstmal glücklich darüber, dass unsere Gemeinschaftsaufnahme geklappt hat. Also da freue ich mich riesig. Ich habe da so ein bisschen anfänglich Probleme gehabt mit dem Discord. Das habt ihr wahrscheinlich gesehen. Das war so ein bisschen so, ach ja, hoffentlich klappt das jetzt. Nicht, dass wir wieder absagen müssen.
Aber mit dem Discord, muss ich sagen, hat eigentlich soweit dann doch ganz gut funktioniert. Also ich habe dann das Mikrofon richtig eingestellt. Ne? Das Problem ist einfach, Discord erkennt die Treiber nicht, beziehungsweise verstellt sich immer, sodass ich, bevor ich aufnehme, dann immer erst in die Einstellungen gehen muss, um das passende Mikrofon auszuwählen. Weil ansonsten steuert der irgendwas an. Es kann sein, dass es die Facecam ist, die hat ja auch ein Mic drin. Ne? Oder irgendwie, weiß ich nicht, das Headset oder was. Ich habe keine Ahnung, was der da irgendwie mal einstellt. Mit der Kamera dann genau das Gleiche. Also ist nicht optimal. Also die waren mal besser, fand ich. Ne? Aber gut, Discord ist nun mal halt der Standard aktuell und benutzen halt viele. Und dann bringt das jetzt auch nicht wieder zu Skype zu wechseln oder so, weil Skype dann halt auch nicht so die Möglichkeiten bietet wie halt Discord. Ne? Das ist das Problem. Von der Stabilität her ist Skype natürlich besser und ne? Von der Performance. Aber naja, das ist halt immer so, mal so, mal so. Ja, manche schwören auf Teamspeak, manche auf Skype, manche sogar noch auf ICQ und manche eben auf Discord. Und wenn ich die Wahl habe zwischen Teamspeak und Discord, würde ich mich dann tatsächlich auch eher für Discord entscheiden, weil das dann doch schon so ein bisschen, ja, benutzerfreundlicher ist und irgendwie cooler auch. Irgendwie benutzen die coolen Leute, sage ich mal. Ja, ist auch wieder so eine Aussage, ich weiß, aber kommt mir so vor. Ah ja, ihr wisst schon. So, genau. Ansonsten haben wir auch ein paar Themen, die können wir ja mal ansprechen, weil wie gesagt, der Stream heute nicht so lange gehen wird. Was war das eben? Habe ich gerade hier gehört, eine Kiste? So, ich gehe mal kurz. Ich habe mir doch hier die Notizen gemacht. Genau, so, die Notes. Die Notes. So, da haben wir nämlich ein paar Sachen, die ich ansprechen kann. Ein Thema, also wir haben jetzt ja nicht so die krassen Themen, also so ein richtiges Weihnachtsthema. Ja, das würde ich ganz gerne verknüpfen. Und zwar, also der Drachen, geht Gruß erstmal raus, der hat sich ja gefreut, dass ich ihn immer nenne. Ich habe jetzt seinen 12-Stunden-Stream gesehen, da hat er das erwähnt, dass er das immer gut findet, dass ich ihn immer anspreche, weil das machen wohl andere Streamer nicht. Und dadurch, dass wir uns halt von Chaos Friends kennen, so, das findet er halt immer ganz gut. So dass man dann auch immer weiß, so, ah, der hat den Stream zu Ende geguckt oder ja, das war gut, das war schlecht, so. Nur da hat er sich so positiv zu geäußert und da hat er auch wieder ein paar Fragen an mich gestellt oder generell, die man doch gerne beantworten soll oder könnte. Ne? Da waren so ein paar Sachen dabei. Wir hatten das ja schon mal mit den Keksen gehabt und nun ging es zum Beispiel so wegen Weihnachtsbaum. Also er hat so das Thema, ja, Bäume gehabt und zwar eigenen Baum. Ne, hat er so gefragt, ob ich einen eigenen Baum habe oder jetzt halt woanders. Und hier kann ich eigentlich ganz einfach sagen, ich weiß gar nicht, habe ich es schon gesagt? Keine Ahnung. Aber dieses Jahr habe ich leider keinen eigenen Baum, zumindest nicht so einen großen. Ich habe so einen, der ist so 40 bis 50 Zentimeter hoch, ist ein Kunstbaum. Den habe ich mir bestellt mit Lichterkette, wo ich schon Fotos gemacht habe auf Instagram. Der ist so bläulich, silbergrau. Auch mit Kügelchen und so einer eisblauen Lichterkette. Die benutze ich so ein bisschen als Deko für einen Süffler drüben, um so ein bisschen so ja, das Ambiente zu schaffen. Aber so einen richtigen Baum habe ich nicht. Normalerweise, das ist richtig, gehe ich ja immer los, hole mir eine Fellgenehmigung. Ne, das ist so gut Hesterberg zum Beispiel hier bei uns in Brandenburg. Und dann kann man sich sein Tannenbäumle da selber abholzen. Und das ist immer sehr, sehr schön, weil du hast dann so einen Acker, das ist so ein riesiges, ja, Tannenbaumgebiet, wo man sagt, du kannst wirklich jede Größe, jede Form, jede Sorte, kannst du dir da stundenlang aussuchen. Und das ist dann auch so ein, wie so ein Abenteuer, weil du hast so die Landluft, du läufst über den Acker, es ist so schön kühl, ne? Wenn du Glück hast, schneit es auch noch ein bisschen. Und dann natürlich kann holst du den halt selber ab mit einer Axt oder mit einer Säge, das ist dir überlassen. Du hast ja eine Genehmigung dafür. Du unterhältst dich mit anderen Leuten, manchmal kommt die Familie mit und dann ist so diese winterliche Atmosphäre halt. Versteht ihr, was ich meine? Und dann kommst du auch so meistens so am Nachmittag kommst du zurück und dann weißt du schon, oh, du läufst jetzt so am Bauwagen vorbei, dann ist dann so ein Lagerfeuer, das Holz knistert, das Feuer knistert, ringsrum sind so eine Baumstämme, wo man sich raufsetzen kann, dann gibt es dann so eine heiße Gulaschsuppe oder NVA-Suppe, wo wir immer sagen, ja, oder auch Würste, Rostbratwurst und dann natürlich Glühwein, ne, mit Schuss, auch mit Rum und dann gibt es Weihnachtsbier und so, ne, und dann sitzt du dann auch wirklich so, bis es dämmert und dann wird es schön, dann gehen die ganzen Lichterketten an und
dann merkst du auch so, dann die arbeitgehende Bevölkerung kommt dann halt, ne? Und das ist ja dann immer ganz spannend irgendwie, wenn man dann auch ja, für die Kinder so Karussell. Also ist ganz, ganz toll, wenn man seinen Weihnachtsbaum selber schlagen geht im Wald. Ja, das ist natürlich klar, die Leute, die kein Auto haben, die sind dann so ein bisschen gehandicapt, ne? Weil es ist natürlich ein bisschen komisch, wie willst du das Ding abtransportieren? Gerade so, wenn du so wie ich immer so 220-Tanne holst oder so, ne? Dann ist schon immer ein bisschen schwierig. Aber naja, das kriegt man auf jeden Fall hin. Irgendwie. Also ich finde es sehr, sehr schön. Dieses Jahr hat es leider nicht bei mir geklappt, weil ihr kennt die Thematik, Baustelle, dann die Erkrankungen, die Termine, die ich habe. Ich bin immer noch am Pendeln. Und ich habe jetzt gesagt, so meine Eltern möchte ich jetzt auch nicht alleine lassen, so in dieser ganzen Situation. Und ach ja, also wir ergänzen uns da ganz gut. Und deswegen habe ich gesagt, komm, ich bleibe jetzt noch bis Februar 2022 drüben. Komme jetzt nur zum Arbeiten her quasi. Und genau, das ist dann so dieses, oder für die Sachen, die ich zu erledigen habe. Ja, beruflich, privat und so behördlich. Mit dem Anwalt die Geschichte, die kennt ihr ja. Und dann nutze ich das halt so aus. Ja, und deswegen habe ich gesagt, komm, es ist jetzt Quatsch, da so einen Baum zu holen. Ich bin eh kaum da. Also aus dem Grund nehme ich den kleinen Baum und meine Eltern, die haben so einen künstlichen. Den steckt man dann immer so zusammen. Sieht ganz gut aus von der Form. Ist so ein kleiner Knubbel in so dunkelgrün. Und dann kommen dann halt immer so die verschiedensten Kugeln dann daran und Christbaumschmuck, so wie man das kennt. Und genau, dann erfreue ich mich da an den Baum, ne? Weil ich bin eh die meiste Zeit da. Also. Und in meinem Zimmer habe ich halt so den kleinen, den ich auf Instagram gepostet habe. Ja, ansonsten können wir das Thema noch mal ein bisschen erweitern, und zwar die sogenannten Trendfarben. Das finde ich immer gut, so, dass man so ein bisschen so über die Trendfarben auch mal so zu. Das können wir mal als Thema machen jetzt. Machen wir mal Thema Trendfarben am Weihnachtsbaum, ne? Also damit ist gemeint so die Farbe des Schmucks, des Christbaumschmucks, Kugelfarbe. Zum Beispiel letztes Jahr ist mir aufgefallen, dass viele Leute so in Gold, so ein Pastellgelb, Gelb, so ein richtig grelles Postgelb hatten in Kombination, also manche haben es mit Schwarz gemischt, wo ich gedacht habe, ist das denn ein Biene-Maja-Baum oder was? Ich habe es aber auch gehabt, ich hatte ja gelbe Kugeln, ne? Und ich habe die aber mit transparent und chromfarbene Kugeln, weil ich finde immer chromfarbene Kugeln, die gehören irgendwie dazu. Die möchte ich irgendwie immer ganz gerne jedes Jahr mit einbauen, weil Chrom hat immer so diesen Schimmereffekt. Gerade wenn du so mit Lichterketten arbeitest, das sieht immer ganz gut aus. Und was ich auch ganz gerne benutze, so dezent dazwischen, sind transparentfarbene, weil also die so ein bisschen aussehen wie Seifenblasen, weil die haben auch nochmal so einen richtig schönen Schimmereffekt, weil du kannst ja dann da durchgucken und durch diese Spiegelung reflektiert das auf die Chromfarben, also das gibt ein schönes Zusammenspiel. Und dann als Kontrast natürlich noch eine schön kräftige Farbe. Also da hatte ich dann letztes oder vorletztes Jahr gelb gehabt. Ja, dieses Jahr habe ich mich für hellblau entschieden. Hellblau Pastell, hellblau normal matt, hellblau Chrom. Und ich glaube, es sind noch so ein paar chromfarbene Nüsse, Walnüsse oder so damit drin. Die waren aber schon mit dabei, als wir das Ding bei Amazon damals gekauft haben. Ja, also genau. Also eine Blinkfunktion. Das ist die Frage, bunt oder einfach nur weiß, kaltweiß. Ich finde kaltweiß immer schön und ansonsten halt bunt, aber mit Steuerung. Ne? Also ich habe ja an meiner großen Kette, die ich immer habe für den 220er, habe ich, glaube ich, was waren das, 340 LEDs dran und habe insgesamt 12 Modis. Ihr habt ja das auf Instagram hoffentlich alle gesehen, mein Technobaum. Drachen fand den auch richtig geil. Der hat den gleich geteilt. So, er hat ja so ein Techno-Beat noch runtergelegt. Also, das war dann schon wirklich cool gewesen, ja. So, genau, also so viel erstmal zu dem Thema. Trendfarben, also ich denke mal, dieses Jahr ist wirklich so die Trendfarbe, auch so dieses Nivea-Blau, Himmelblau. Also heute ist sehr viel so helles Blau und Chrom natürlich und Weiß. So, das sind so die Farben, die mir aufgefallen sind, die am meisten gekauft werden in den Läden, wo viele schon ein bisschen auch gepostet haben, wo sie sich bestellt haben, ne? Genau, also finde ich immer cool. Ja, ansonsten, was könnte man da noch als Thema machen? Ja, zum Beispiel gehört das mit dazu, dass man den Baum sich selber aussucht und vielleicht sogar selber abholzen tut. Ich sag ja, ganz klar. Also ich sage, irgendwie gehört das dazu, weil wenn ich mir vorstelle, dass ein anderer meinen Baum kauft, so weiß ich nicht, das fühlt sich irgendwie komisch an. Ist genauso wie im Supermarkt einen Baum kaufen, finde ich auch irgendwie komisch. Ja, also ein Baum muss aus dem Wald kommen. Der muss frisch sein, der muss auch richtig sehen, dass der halt so noch frisch und harzig ist. Der gehört dann abgebraust und so. Das sind ja alles Rituale, die man damit in Verbindung setzt. Und das mache ich halt sehr, sehr gerne.
Und ich denke mal auch, dass es so ein Standard ist. Also das werden viele machen, denke ich mal. Ne? Genau. Ja, dann haben wir mal das Thema Bäumchen so angesprochen. Wie gesagt, ich habe das mal so verknüpft. Ich kann ja noch mal kurz gucken, nicht, dass ich was vergessen habe. So, weil das wieder reichlich hier an Informationen reingekommen. Ja, was ich noch aufgeschrieben habe, was ich ganz gut fand, und zwar beim lieben Drachen gibt es so eine kleine Veränderung, die ich da ganz gut finde, und das war auch bei seinem Stream gewesen, der auch sehr unterhaltsam war, muss ich sagen. Ne, weil der eine, der war ja nicht so dolle, und dann kamen jetzt die letzten zwei, die wieder richtig unterhaltsam waren. Und da hat er jetzt so eine mündliche Vorschau über Themen, die im Stream rankommen. Finde ich eine richtig geile Idee. Also das bin ich am Überlegen, ob wir das auch so machen. Ja, also die Idee ist wirklich gut. Ich weiß jetzt gar nicht, ob er da ein Konzept aufgebaut hat oder ob ihr das spontan war. Zumindest erzählt er jetzt immer zu Beginn des Streams, welche Themen rankommen. Also das finde ich auf jeden Fall schon mal eine richtig gute Idee, weil so könnt ihr euch auch als Zuschauer schon darauf einstellen, okay, über was wird denn in dem Stream sich unterhalten. Ne, das ist ja wie so ein Inhaltsverzeichnis. Finde ich eigentlich eine coole Sache, weil dann freut man sich ja auch drauf, ah, cool, der erzählt jetzt in dem Stream noch darüber und darüber. Finde ich sehr gut. Also ist eine gute Idee. Ich denke, das werden wir dann auch so übernehmen. Ja, danke Drachen für die Idee, für die Inspiration. Ja, ansonsten hat er noch gesagt, dass er da Schwierigkeiten hat, wohl Themen irgendwie zu finden. Und jetzt will er wohl, wenn ich das richtig verstanden habe, im Discord, er hat ein Discord, da will er wohl irgendwie, dass man Themen reinschreibt. Also so die Zuschauer sollen ihm Themen dann schreiben. Nun, dann frage ich mich auch, warum nicht in den Chat hier auf Twitch? Ist das nicht besser? Weil warum denn, warum auf Discord? Also, das habe ich jetzt nicht verstanden irgendwie. Weil er löscht es ja, glaube ich, eh. Weil ich habe da mal Themen reingeschrieben und die wurden gelöscht. Aus irgendeinem Grund. Und die waren jetzt nicht böse oder so. Die waren ganz normale Themen halt so, ne? Die man so aus den Medien halt auch kennt, was da so passiert ist und so. Ja. Ne, also ich könnte jetzt zum Beispiel so, ich glaube, er meint es so. Also ich könnte jetzt da reingehen, wir könnten jetzt mal so gucken, irgendwie ein lustiges Weihnachtsthema raussuchen oder auch wieder so ein bisschen so was Mysterien, zum Beispiel über den Yeti. Ne? Ich habe gelesen, sind jetzt wieder viele so eine Yeti-Sichtungen. Das ist ja ganz witzig, weil wir ja auch neulich, ihr habt es ja gesehen, ne, am Sonntag in der Adventskalenderwelt, wo wir waren, da hatten wir den Yeti uns angeguckt. Und jetzt, ja, siehe da, wenn du jetzt auf Google gehst, ne, auf Google News und so, was steht da? Und dann gibt es dann auch schon wieder, ja, Yeti entdeckt und dann gibt es jedes Jahr aufs Neue. Ne? Gibt es den nicht? Ist es ein Affe oder ist es eher irgendwie ein unbekanntes Tier oder ist es einfach nur eine Pareidolie oder so? Keine Ahnung. Also, das ist dann schon, ja, immer wieder faszinierend. So, wir brauchen unbedingt eine Schaufel, Freunde. Wir brauchen eine Schaufel. Aber erstmal ruppel ich die ja noch mit ab. Und dann geht es. Genau, also gefällt mir richtig gut irgendwie diese Ideen, die er da jetzt hat. Also da sieht man schon, dass er sich da auch Mühe gibt, weil so eine Vorschau, bevor man den Stream anfängt, schon zu sagen, was in dem Stream an Themen rankommt, finde ich clever. Finde ich eine gute Idee. Hätte von mir kommen können. Ist es aber nicht. Ja, ansonsten hat er wohl, ich habe es noch nicht kontrolliert, weil ich habe gar keinen Zugang zu Chaos Friends. Ich habe die IP-Adresse nicht. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie die war, ehrlich gesagt, weil ich alles neu installiert habe bei mir. Und ich will mich ja erst im Januar darum kümmern. Und da soll aber wohl die Redstone-Schaltung jetzt repariert worden sein, weil er hat die ja irgendwie abgerissen oder so. Und jetzt hat er sie wieder repariert. Bin ich mal gespannt. Werde ich mir dann im Januar angucken. Ja, mal sehen, ob die Tür sich jetzt wieder öffnen gibt. Vielleicht macht er auch ein Video. Ich weiß es nicht so genau. Ja. Ja. Genau, also so viel erstmal zu der ganzen Thematik. So, ich gucke noch mal kurz rauf. Ihr merkt schon, ich muss ein bisschen mich beeilen heute, weil ich nicht so viel Zeit habe, leider, zu streamen. Ich wollte viel, viel länger streamen, aber geht leider nicht. So, genau. Ja, Thema Bäume habe ich angesprochen, selber abholzen, ob ich einen Baum habe, eigener Baum, mündliche Vorschau, Thema Yeti habe ich auch kurz angesprochen. So. Ja, und dann habe ich etwas, was ich aber eigentlich. Also, ich hatte noch zwei Sachen. Das eine ist ein bisschen Minecraft-spezifischer. Und zwar gibt es da zwei Sachen. Einmal generell, kann ich kurz ansprechen. Und zwar, das sieht ganz so aus, als wenn wir noch vor Weihnachten den Sniffer bekommen, Freunde. Als Geschenk von Mojang. Weil die gehen ja wohl auch in die Winterpause. Das ganze Team von Minecraft. Und es kann sein, dass die uns noch mal eine Überraschung machen. Und jetzt hier in die
ja, 1.19.3 in die 1.19.4 uns den Sniffer vielleicht schenken, wenn alles klappt. Das ist dann dieses eine Mob, wo gewählt worden ist, ne? Dieser, ja, Stegosaurus oder was das ist, der da die Blumen wegfuttert und immer größer wird. Mega interessant, würde ich mich auf jeden Fall drüber freuen, ist ja wohl klar. Und lassen wir uns mal überraschen, ob die das wirklich noch vor Weihnachten schaffen, den Sniffer hier ins Game reinzuholen. Das ist das eine. Das andere, was ich ganz gerne ansprechen möchte, ist natürlich das größte Projekt in Minecraft, was wir machen, also ich jetzt mache. Das ist dieses Let's Build mit Masters of the Universe. Da möchte ich ganz gerne nochmal so den aktuellen Stand sagen. Heute ist der 13. und ich habe jetzt so überlegt, ich werde jetzt am kommenden Sonntag, ist ja nochmal eine Gemeinschaftsaufnahme. Die Woche habe ich jetzt leider ein bisschen zu tun, aber Weihnachten ist ja noch nicht jetzt am Sonntag, sondern erst am 24., wie wir wissen. Und ich werde wahrscheinlich entweder am Montag, der jetzt kommt, oder der Montag nach Weihnachten. Da werde ich wahrscheinlich dann anfangen, die Vorproduktion für das Projekt zu beginnen. Und ich werde das aufnehmen, Freunde. Ich werde natürlich vorher einen Test machen, sodass wirklich keine Fehler passieren. Ich bin noch am Überlegen, ob wir das mit Facecam machen oder nicht, ob wir das mit Overlay machen. Ich glaube, ein Overlay brauchen wir dann nicht, weil es soll ja kein Streaming-Projekt sein, sondern ein ganz normales Let's Play-Projekt, Let's Build-Projekt. Und deswegen bin ich da wirklich am Überlegen, wie ich das genau mache. Also das Konzept ist jetzt wirklich im Finale. Also ich habe gestern Abend auch noch mal eine Stunde dran gesessen, mir noch mal Gedanken gemacht. Ich bin noch mal die einzelnen Biome durchgegangen, wo man dann welches Gebäude in welches Biom macht, vor allen Dingen, wie man die miteinander verbindet. Und habe lange, lange, lange überlegt, Freunde, ob ich wirklich eine Random-Welt nehme, also einfach so, wie sie kommt, die nehme ich dann, oder ob ich vorher den Seed-Generator benutze, dass man so irgendwie ungefähr so eine Map hat, irgendwie so eine Karte hat, die so für unsere Idee, für unser Konzept passend ist. Letztendlich habe ich aber gesagt, also es gibt nicht so ein Seed, es gibt nicht so eine Minecraft-Welt, da wo du sofort wirklich das Perfekte hast, weil du musst dann, die Biome, die hängen nun mal nicht alle. Ne? Manchmal kann die Mesa ein bisschen weiter weg sein, manchmal kann der Dschungel ein bisschen weiter weg sein oder die Eiswüste. Das heißt, wir kommen nicht drum rum und wir müssen wahrscheinlich dann auch weitere Entfernungen in Kauf nehmen. Was man machen könnte, das wäre die Geschichte, dass wir wieder mit Teleporterblöcken arbeiten. Das ist dann im Prinzip, dass wir die Commands dann benutzen, eine Teleporterstation machen. Oder über Netherportale. Nur das ist natürlich dann über so eine riesige Entfernung auch schon eine Hausnummer, ne? Selbst wenn ich die verlinken würde. Ist noch so ein bisschen, wo ich am Überlegen bin, wie ich es umsetze, aber was ich sagen kann, ist, wir werden eine Random-Welt nehmen. Die erste Folge, kann ich euch schon sagen, die wird direkt am 1. Januar 2023 online gestellt werden. Ich werde es so machen, wie alle Projekte, die wir vor 2 Jahren, glaube ich, war das letzte Mal, wo wir was gemacht haben in der Richtung. Ja, wobei auch nur lieblos, aber jetzt ist ja richtig motiviert wieder. Und das soll dann so laufen, dass dann jeden Tag eine Folge rauskommt, a 20 Minuten. Das ist so eine Zeit, wo ich sage, ist gut, wenn mal Action ist, vielleicht auch 25 Minuten, aber so im Schnitt 20 Minuten wird jeden Tag rauskommen und ich werde im Voraus produzieren. Das heißt also, es ist garantiert, dass die Kontinuität im Prinzip eingehalten wird, dass ich 7 Tage die Woche immer ein Video mache, was ihr dann sehen könnt. Wie funktioniert das dann mit Chaos Friends und Unlimited World? Ganz einfach, das machen wir hier auf dem Twitch. Wir werden Unlimited World so wie jetzt hier als reines Stream-Projekt laufen lassen. Da bin ich absolut sicher, dass wir das so machen. Und immer wenn ich dann die Zeit habe zum Streamen, vielleicht machen wir auch feste Tage, werde ich einen Stream für ein, 2 Stunden anschmeißen und dann hier streamen. Und wenn Event ist oder sowas, dann sowieso. Das wisst ihr ja. Gleiches gilt für Chaos Friends. Machen wir auch als Stream. Ne? So, und somit haben wir auf YouTube drüben wirklich ein reines Let's Play, Let's Build Projekt, ein riesiges Projekt. Masters of the Universe, Planet Eternia. Das wird so richtig krass werden. Und zwar im Vanilla, Leute. Nichts mit Creative oder so, sondern komplett im Vanilla, weil auf Chaos Friends, da machen wir im Creative. Da können wir uns austoben, kreativ. Und das soll wirklich alles im Survival gemacht werden. Also, das wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Ich freue mich riesig und ich freue mich auch, wenn ihr dabei seid. Und ihr dürft gerne jetzt auch schon Werbung machen, wenn ihr da Bock habt oder so, dass ich da wieder anfange ab Januar, ne, auf YouTube. Also das wird cool. Ich hoffe nur, dass es technisch alles klappt und ja, werde ich immer ein paar Folgen vorproduzieren. Ja, ist nur die Frage, wie ich aufnehme. Mache ich es mit dem Leulo oder mache ich es mit OBS? Ich glaube, ich werde es mit OBS machen.
Bis jetzt funktioniert es ganz gut. Ich habe schon ein paar Testläufe gemacht. Bin ich soweit mit der Qualität zufrieden? Ich muss da nur noch mal so gucken, ja, was war auch gerade wegen Sachen einblenden oder so. Da finde ich das schon ganz cool. Finde ich knorke. Und deswegen ist das vielleicht eine ganz gute Idee, ja, wenn wir das so machen. Ja, also so viel erstmal dazu. Ob irgendwann dann die Welt für alle zugänglich ist oder ob wir das als Community-Welt dann machen oder ob wir das auch streamen, das kann ich alles noch nie sagen. Ist aber erstmal nichts geplant, null. Ich habe mich wirklich beim Konzept jetzt erstmal nur auf die Umsetzung gekümmert, so welche Biome, welches Gebäude, wie wir das miteinander vernetzen und wie wir die ersten Schritte machen. Weil die sind, habe ich ja schon gesagt, im Stream wirklich entscheidend. Und die ersten Schritte, das soll so sein, ich werde mir eine Base aufbauen und erstmal alles an Material zusammenfarmen, was wir brauchen. Das wird sicherlich 20, 30 Folgen in Anspruch nehmen. Also 30 Tage, fast einen Monat, ja, wo wir da sind. Ja. Dann kommt es dazu, muss ich natürlich schauen, Januar ist bei mir wieder richtig Action angesagt, ne? Aber ich denke mal, wenn ich jetzt wirklich am Montag anfange, dann ist das zu realisieren. Guck mal, wenn ich 2 Tage hier bin und so schaffe, 5 Folgen aufzunehmen, 20 Minuten, das ist zu realisieren, glaube ich. Ja, das kriegen wir hin. So, hier ist noch ein bisschen Platz, das ist gut. So, wir kommen ganz gut voran hier, schaut mal. So quatschen und arbeiten nebenbei, ne, dann ist es eigentlich für ein Stream ja auch wirklich super. Ja, ansonsten habe ich natürlich noch ein Weihnachtsthema, das möchte ich aber nicht ansprechen, weil ich glaube, werden wir uns noch vor Heiligabend hier sehen, wo wir nochmal einen Stream machen. Der Kalender und das Wichteln, das läuft ja jetzt dann noch bis 24/25. Und ich werde mich am Wichteln beteiligen. Also ich werde meinen Kollegen auch ein bisschen was schenken, denke ich. Schön ins, ja, werde ich ein bisschen wichteln. Und da werden wir uns sicherlich vorher noch sehen. Also ich werde mich jetzt hier nicht derar machen, auch wenn ich jetzt so einen Gang zurückschalte. Genau, weil ich möchte die Zeit jetzt so ein bisschen nutzen. Ich habe schon angefangen. Ihr wisst ja, was ich immer Ende des Jahres mache. Ja, da kommt ja immer mein großes Metal-Endjahres-Ranking von allen Alben, die ich gehört habe. Eins habe ich auf Metal-Klang auch schon veröffentlicht. Das ist das Thrash-Metal-Album, die Thrash-Metal-Alben. Und sind schöne Sachen bei gewesen. Und das mache ich jetzt mit den anderen Genres natürlich auch. Ne? Genau. Das mache ich jetzt immer, deswegen würde ich da ganz gerne so ein bisschen Ruhe jetzt haben. Ich will mir jetzt keinen Stress machen oder so, ne? Dass ich sage, oh, jetzt musst du unbedingt streamen oder so. Ich hätte heute auch rausfallen lassen können, aber ich hab's euch ja versprochen, ne? Genau. Ja, Sonntag gibt's dann wahrscheinlich, wenn alles klappt, wieder eine Gemeinschaftsaufnahme, die letzte dann. Und am 24. werde ich auch dabei sein, allerdings nicht im Discord. Da bin ich dann so im Chat auf jeden Fall dabei. Da wollen die sich nämlich treffen und auch die, ja, die Sachen natürlich holen. Ne? Genau. Ich habe gesehen, dass Pinecraft sich aber im Discord dann trifft mit dem Drachen und mit der Ramona. Ne? Die haben jetzt auch die letzten Türchens zusammengeholt. Haben sie auch ein bisschen gesucht noch. Ja, die sind gut versteckt. Ich habe ja auch mein Lob dagelassen im Forum. Da habe ich ja einen schönen Beitrag verfasst, dass ich dieses Jahr das richtig geil fand. Also da musste ich an das Team einfach mal ein Lob dalassen, ja. Weil, geil. Richtig geile Karte, richtig viel Mühe gegeben, finde ich gut. So. Also jetzt trinke ich erstmal einen Schluck. Ich trinke übrigens mal aus der Flasche ausnahmsweise, weil das Glas nicht gespült ist. Was trinke ich denn hier schön? Ich trinke ein bayerisches, ein Wieninger helles Lagerbier. So sieht das aus. Naja, dann mal zum Wohle. Ja, ist jetzt nicht das Beste, aber naja. Ja, ich habe ins Forum dann bei dem Beitrag auch reingeschrieben, dass ich das ganz cool finden würde, wenn die diesen Lift, diesen Sessellift, sowas ähnliches, am Spawn in der Hauptwelt aufbauen würden. Vielleicht, dass man den Anglersee nach oben kommt oder so. Würde ich auf jeden Fall abfeiern. Würde ich richtig gut finden und haben einige geliked. Also anscheinend so findet die Idee auch, ja, dass die anderen das auch gut finden als gute Idee, ne? Also würde mich ja freuen, weil ich denke, das wertet UW auf jeden Fall noch ein bisschen auf, ne? Kann man, glaube ich, so sagen. So, gleich müssen wir abladen. Dann haben wir schon mal das erste Inventar voll. Badam, pam, pa, da.
Ja, Gruß geht auch nochmal raus an Andrew und Nachwuchs, ne? An den Levi und Claire. Die haben sich gefreut wohl. Also ich habe sie nochmal daran erinnert, dass der Stream jetzt online ist, sowohl auf YouTube wie auch auf Twitch sowieso. Und ja, die haben es auch schon geguckt und ich glaube, die haben sich gefreut. Also gestern Abend hat er nochmal so ein Feedback dagelassen, sodass Gruß angekommen ist und ich kann mir vorstellen, dass sie sich dann richtig gefreut haben. Naja, hatte ich ja auch versprochen gehabt, ne? Genau. Mache ich immer ganz gerne. Da sieht man aber mal, wie das alles so vernetzt ist, ne? Schon irre. So, und wenn ich jetzt hier nach dem Stream, wie ist das so, ja, eine Viertelstunde können wir noch machen. Dann werde ich meine 7 Sachen hier zusammenpacken, Freunde, und dann gehe ich rüber und dann gibt es erstmal ein leckeres Chili, Leute. Das wird so geil, erstmal ein schönes Chili essen. Ich habe das gestern frisch gekocht mit diesem, ja, sag schon, mit diesem Sojafleisch, also Sojahack. Schmeckt nicht schlecht. Also, und dann richtig frische Jalapeno und Habanero und oh, Freunde, das war so lecker. Ja, also mein Vater, er hat ja dann mitgegessen, ne, und er meinte auch so, Bombe, also richtig scharf, richtig fruchtig, aber auch und richtig lecker. Ich liebe Chili, oh, herrlich. Ja, nicht übertrieben, aber so, das muss schon bitzeln, ja, also schon toll. Ja, da freue ich mich richtig drauf. Also ich habe schon den ganzen Tag habe ich mich drauf gefreut. So, ich lade schon mal ab. Na, ein Stückchen ist noch, also haben wir auf jeden Fall zu tun, wird nicht langweilig. So, normaler Stein. Kann uns Drachen ja abkaufen, der sammelt ja die Steine. So, was haben wir denn hier Schönes? Da haben wir das hier, das haben wir das, das. Oh, Diorit haben wir wieder. Granit ist auch wieder ein bisschen dazugekommen und Erde. Was das hier Andesit. Naja, ist nicht ganz so viel. Haben wir aber auch eine Truhe. Müsste irgendwo. Hier ist Erde. Und hier hätte ich, glaube ich, die Kohle gehabt. Genau. So, und hier können wir ja uns ja eigentlich mal. Ich nehme das mal mit. Hier ist auch irgendwo ein Öfchen. Ja, wunderbar. Dann können wir das doch nochmal hier reinballern. Jetzt haben wir aber keine Stickies, ne? Haben wir irgendwo Stickies? Oder hier, Stickies, nice. So, dann brauche ich ein Crafting Table. Und dann mache ich mir einfach eine neue Schaufel. So, gucke mal, haben wir eine neue Schaufel. Zwar nichts drauf, aber ja, scheiß drauf. So, dann haben wir hier das. Die nehmen wir mit. Und hier sind auch noch 3. Wir haben 8 Brennvorgänge. Das heißt, es müsste eigentlich noch ausreichend sein, das Stückchen Kohle. Ja, perfekt. Dann können wir das auch noch gleich hier durchnudeln. So, ist ja nicht so, ne, dass wir sparen müssten oder so. Ach ja, nee, und ansonsten war eigentlich gestern jetzt nicht mehr so viel los. Vorgestern Abend hatten wir noch so ein bisschen Diskussion gehabt. Jetzt nichts Böses oder so, ganz normale Stream-Diskussion. Ein bisschen über Craft Attack haben wir uns unterhalten. So, was gut ist, was uns nicht so gut gefällt. Gute Ideen, zum Beispiel das Karussell, was der Joecraft gebaut hat. Richtig gute Idee, auch mit diesem Weihnachtslied, ne? Wo er meinte, das ist nervig. Also das fanden wir ganz cool. Ja, dann haben wir halt so diese typischen Sachen, so wie so die Trends sind beim Streamen. Ich finde sowas immer interessant, weil man lernt dadurch auch extrem. Wenn man mal so andere Streamer verfolgt, über was die sich so unterhalten, gerade so die, die so einen Content eher für Ältere machen, also jetzt nicht so für die Kiddies, sondern so, ja, ich sag mal schon so, ich nenne es immer Classic Minecraft, ne? Also auch mal so über private Sachen labern und mal so ein bisschen einfach mal so unterhalten halt, ne? Und jetzt nicht nur so stur irgendwie Blödsinn bauen oder irgendwie gar nichts sagen oder irgendwie so. Also es ist schwierig, wohin die Trends gehen. Zumindest, was mir aufgefallen ist, dass wieder viele, viele Leute, und das haben sie auch bei Craft Attack angesprochen, dass viele Leute lieber mehr wieder so Singleplayer machen. Das war so eine Diskussion gewesen zwischen, oh Gott, wie hieß er noch gleich? Crocodile? Kroko, glaube ich, ne? Kroko und Spark war es, glaube ich, gewesen. Und dann haben sie auch gesagt, naja, die Zuschauer, die wollen eigentlich gar nicht so Gemeinschaftsaufnahmen. Also war ja mal so Let's Play Together, wo so richtig angesagt waren, weil sie gesagt haben, hey, das ist interessant, aber so, die haben schon recht. Also die Zuschauer, die gucken zum Beispiel auch dann nur den einen Streamer und den anderen nicht so gerne. Und deswegen sind so die Singleplayers jetzt wieder so ein bisschen im Kommen.
Das war so ein Thema, was wir mal so durchgesprochen haben, weil der Spark halt das in seinem Thema hatte, bei seinem Stream. Und da haben wir das mal aufgegriffen und mal uns angeguckt, ist das wirklich so? Und das stimmt schon. Also du siehst, Einzelaufnahmen haben mehr Aufrufe als jetzt so, wenn wir Gemeinschaftsaufnahme machen. Also auf Chaos Friends, da sieht man das auch, das war mal anders. Früher war das so auf Chaos Friends so, da fanden die Leute das gut, wenn viele Leute da waren, wenn wir gemeinschaftlich lustige Sachen gemacht haben als Team. Und dann gab es aber auch so diese Zeit, die dann halt gesagt haben, so, nee, der Content gefällt mir nicht, es ist besser, wenn man halt alleine macht, ne? Weil ich habe dich abonniert, weil ich will dich sehen und nicht andere Leute. Kann ich nachvollziehen. Das sind so Sachen, über die man sich ja so normalerweise gar keine Gedanken macht. Erst wenn du es ansprichst, ne? Also wenn du es beobachtest, zum Thema machst und in die Analyse reingehst, dann stellst du halt fest, stimmt denn das überhaupt? Guckst dir die Aufrufzahlen an und dann sagst du auch so, okay, ja, daran könnte es liegen. Es ist, ja. Also es kann sich auch ganz schnell wieder ändern, ich weiß es nicht. Aber es, aktuell scheint es so zu sein, dass Singleplayer wieder mehr im Kommen ist und auch mehr so Classics Minecraft. Ist mir auch mal so aufgefallen, dass viele Leute wieder mehr so Classic machen, die, weiß ich nicht, vor 10 Jahren oder was mit Minecraft letztes Mal gespielt haben und jetzt kommen sie wieder und machen so halt Classic halt, ne? Vanilla ohne Mods, irgendwie einfach so drauf losbrabbeln und irgendwas bauen in Minecraft oder so. Ja, also das sieht man auch. Die Ideen, der eine zum Beispiel, der hat so eine Bienenstadt gebaut, was ich auch richtig cool fand. Ich weiß den Namen leider vergessen. Ja, auch so im Singleplayer und im Hardcore spielt der, also auch, boah, Wahnsinn, was der da macht, ja. Also ist schon irre. Ja, so ist das immer, Freunde. So, das würde ich ganz gerne behalten. Gut, dann würde ich sagen, haben wir wieder ein bisschen Erde weggenommen. Dann machen wir mal hier noch ein bisschen. Wie spät? Okay, 10 Minuten können wir noch. Und da muss ich mich fertig machen. Ja, heute, wie gesagt, ein kurzer Stream. Ja, tut mir leid, dass ich hier so durchhetze, so durchrushen tue, aber ja, habt da wenigstens ein bisschen was, ne? Freut euch einfach auf Januar, auf YouTube dann geht das so richtig los wie früher. Ja, dann machen wir ein richtig schönes Projekt jeden Tag. Da müsst ihr auch nicht warten, dann feste Zeiten und so. Ne, ob er dann aus der Schule kommt oder aus der Arbeit oder was, dann könnt ihr euch das schön angucken. Ja, machen wir super Qualität jetzt. Also, ich freue mich riesig auf das Projekt. Das wird so cool werden. Was ist denn das? Ach so, das ist da oben, wo die Lampe ist. Wieso ist denn da eine Lampe? Ach so, das sind die drei Blöcke. Nee, Quatsch. Ich habe schon wieder falsch gedacht. Nee, ist ja richtig. Wir haben es ja in die Ecke reingemacht, weil hier ist ja nicht die Ecke von dem Ding, weil ansonsten wäre hier ja auch nicht die. Der Deep Slater. Genau. So war das. Ich dachte, der wäre eine Ecke, aber das ist ja Innenbereich. Passt schon. Also das hätte ich mich jetzt auch wirklich gewundert, wenn wir uns schon wieder verbaut hätten. In den Abmessungen. Ja, und ansonsten muss ich natürlich jetzt, also wenn ich jetzt mein Metal Ranking und alles fertig habe, die Aufnahmen gemacht habe für YouTube und so, dann ist jetzt noch die große Vorbereitung für den Silvester-Stream. Und da bin ich, also am liebsten würde ich ja so einen Minecraft-Stream machen, ne? Hätte ich jetzt wirklich mehr Zuschauer, hätte ich jetzt so mehr Leute, so, ich sag mal, so wie drüben auf dem Süffler, da wo eigentlich mein Hauptprojekt ist, so dass ich dann auch so 100 Zuschauer da so habe, dann hätte ich auch hier in Minecraft sowas gemacht. Dann hätte ich gesagt, komm, dann machen wir mal so einen 24-Stunden-Minecraft-Stream, weiß ich nicht, dann fange ich morgens um 8 an oder so und weiß ich nicht, dann bis nächsten Tag um 8. Das wäre so, wo ich sage, cool. Also das hätte ich wirklich gemacht. Nur dadurch, dass hier natürlich nicht so viele Aktivitäten sind, also selbst wenn ich einen Silvester-Stream machen würde und das würde hier voll so die Zuschauer geben, vielleicht kommen wir dann auf 7, 10, lass es 20 sein oder so und ich könnte die unterhalten, würde ich mir zutrauen. Nur das komme ich immer noch nicht mit ran an das, was auf dem Süffler drüben los ist, weil da wirklich richtig Action ist. Ne? Da sind Leute, richtig Interaktionen und so, die kennen mich halt und ist halt Community, ne? Und deswegen werden wir drüben dann den Community-Stream machen. Auf dem Süffler. Ich werde wahrscheinlich um 11 Uhr anfangen und dann bis Open End, ne? Und dann Yippien Silvester. Also mal gucken. Ob ich Gäste reinhole, muss ich dann mal schauen, ob ich StreamYard benutze oder ob ich jetzt die OBS Ninja mir raufballern tue. Das müsste man noch kurzzeitig testen. Kann ich also noch keine genaue Auskunft geben darüber. So, was haben wir hier? Oh, mich nervt das hier so voll mit dem.
Also wir müssen uns noch mal eine Schaufel machen. Für nächste Mal, ich vergesse das immer, dass ich eine Schaufel machen wollte. So, die Reihe nehmen wir noch mit. Und dann haben wir ja schon wieder ein Stückchen geschafft. Den Rest, den werde ich wahrscheinlich dann so, dass wir dann wirklich so nächste Mal hier dann weitermachen mit den Wänden. Ich glaube, das ist für euch auch ein bisschen spannender, als wenn ich jetzt hier, obwohl, wir haben eine Menge geschafft. Ich bin gespannt, Freunde. Also ich werde mir auf jeden Fall eine Schaufel machen, weil es geht einfach schneller. Ich sammle das nochmal kurz ein, bevor ich euch verabschiede. Pack das mal kurz in die Kiste da rein. Ich glaube, die ist jetzt auch schon wieder voll, ne? Fast voll. So. Naja, haben wir fast eine Doppelkiste voll. Ist doch cool. Mal ein bisschen suchen hier, wo das ganze Zeug ist hier. So, das ist das hier. Das ist Erde. Das ist nochmal da. Kohle war da unten, glaube ich. Zack. Und die Dörte war hier. So, super. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir erstmal an die Ausgangsposition zurück. Sind wir nämlich hier. Und ja, Freunde, dann würde ich sagen, verabschiede ich euch jetzt erstmal. Sag schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Sorry, wie gesagt, dass es ein kurzer Stream ist. Heute habe ich nur leider keine Zeit. Ich bin wirklich ein bisschen im Stress jetzt. Und Baustelle und so, ihr kennt das. Und wir sehen uns wieder am Freitag vielleicht. Bin mir aber nicht sicher. Oder am Sonntag, wo wir uns dann die vierte Adventskerze holen. Ne? Mit den anderen zusammen. Gehen wir wieder Discord und so, ihr kennt das. Gut, Freunde, dann soll es das gewesen sein mit diesem Stream. Ich sage schönen Dank fürs Zuschauen, fürs Interesse. Euch heute noch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao, der Water Cave Crafter.